Ja, der TV Wildstedt hat auch immer knappe Spiele gehabt. Also wird eine enge Kiste auch wieder. Haben jetzt auch 3 Pluspunkte, wie wir auch. Am Wochenende gewonnen. Viele Verletzte, aber ehemaliger Bundesligist mit einem richtig guten Rückraum-Mittelspieler. Wird eine enge Kiste. Wir sollten uns wieder auf das fokussieren, was wir die letzten Spiele auch abgerufen haben. Dass wir den Fokus, den Hauptfokus auf uns legen. Wir gehen natürlich vorbereitet in das Spiel rein, das ist ganz klar. Aber wie die letzten Spiele auch, voller Fokus auf uns. Ja, wir bereiten uns standardmäßig immer auf den Gegner so vor, dass wir uns donnerstags das Video angucken und dann uns auf die Abwehr konzentrieren. Und einen Tag später machen wir es genau umgekehrt, dann konzentrieren wir uns auf den Angriff und arbeiten dann in den Trainingseinheiten die Lösungsmöglichkeiten auf. Und das ist so unser Standardprogramm. Wir machen dann noch eine kleine, da gibt noch eine kleine Liste, was wir zu beachten haben, was sehr, sehr wichtig ist. Weil der eine ist mehr so der Visuelle und braucht dieses Video, der andere braucht dann eher mal so Fakten. Und ja, da sind wir in den letzten Wochen sehr, sehr gut mitgefahren.